Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu Sommerschwert Episode Nummer. Das ist Sommerschwert 2018. Freunde, besser konnte es eigentlich nicht laufen mit dem Gewicht, dass ich euch veranschleuchen kann, warum es einfach Sinn macht, sich jeden Tag zu wiegen und nicht an Tag XY sich nur einmal die Woche zum Beispiel zu wiegen. Ihr habt es anhand meines Beispiels gesehen, mein Durchschnittsgewicht ist bei 82,67 Kilo, mein Ausgangsgewicht lag bei 83,5 Kilo. Heute wog ich einfach nur 81 Kilo und das ist ganz normal. Es könnte auch genau in die andere Richtung gehen, dass ich heute auf einmal 84 Kilo wiege, im Extremfall zum Beispiel, dass ich einfach viel mehr wiege als die letzten Tage. Und das würde ich einfach nicht wissen, würde ich mich nicht jeden Tag wiegen. Ich würde einfach denken, okay, ich habe jetzt überhaupt nicht abgenommen in der Woche. Ich muss jetzt meine Kalorien nochmal nach unten fahren. Aber genau das ist der Fehler, wenn man sich nicht jeden Tag wiegt. Man kann einfach nicht richtig einschätzen, ob man wirklich abnimmt oder nicht. In meinem Fall jetzt habe ich heute viel weniger gewogen. Was heißt viel weniger? Also weniger als im Durchschnitt. Ich hatte jetzt nur 6 Werte, aus dem Grund, weil wir erst am Dienstag angefangen haben. Dann habe ich die ganzen Werte addiert und dann durch 6 einfach gerechnet, damit ich den Durchschnitt habe. Und der Durchschnitt lag bei 82,67 Kilo. Das heißt, ich habe ein bisschen Gewicht abgeworfen und ich werde jetzt nichts großartig an meinen Kalorien machen, weil geplant war eigentlich, dass die erste Woche nur bei 2700 Kalorien sein wird. Ich gucke, wie sich das bei Arthur verhält. Ob er genauso das Gewicht verliert wie ich oder weniger oder mehr, weiß ich nicht. Wir werden uns auf jeden Fall besprechen, wie wir das machen mit den Kalorien. Ob wir jetzt nächste Woche nochmal 100 Kalorien droppen werden oder nicht. Ich denke vielleicht schon, aber mal gucken. Weil auch am Anfang der Woche sehr viel Glykogen aus dem Muskel geht und das meiste kein Fett sein wird. Das ist einfach, weil wir viel weniger Kohlenhydrate essen als sonst. Wir haben die Kohlenhydrate fast um 200 Gramm runtergedroppt, beziehungsweise geht das Glykogen langsam raus aus dem Muskel. Und deswegen müssen wir nochmal gucken, inwieweit wir das Ganze machen. Auf jeden Fall empfehle ich jedem Einzelnen, sich jeden Tag zu wiegen, der abnehmen will oder der zunehmen will, einfach um seine Kalorien vernünftig festzulegen, weil es nichts bringt, sich einmal die Woche zu wiegen und zu denken, okay, ich habe jetzt 3 Kilo abgenommen und am Ende des Tages hast du in dieser Woche nur einen Tag, wo du wirklich radikal runter mit dem Gewicht bist und die anderen Tage waren zum Beispiel im Extremfall jetzt vielleicht 2 Kilo mehr oder 3 Kilo mehr und deswegen sollte man einfach sein Durchschnittsgewicht ausrechnen, um wirklich seine Kalorien zu finden, weil das Wichtigste an dieser Geschichte ist einfach, ihr solltet auf die Waage gehen und überhaupt nicht nachdenken, wie viel ihr wiegt. Also quasi, wenn ihr euch an einem Tag wiegt und am anderen Tag dann mehr wiegt und denkt, ja, aber wieso nehme ich denn nicht ab? Wiegt euch einfach, macht das eine Woche lang, ohne zu denken, okay, ich muss jetzt schnell die Kalorien runterdroppen. Rechnet euren Durchschnitt durch 7, guckt, okay, ich nehme langsam ab. Dann behaltet ihr eure Kalorien so und wenn ihr seht, da tut sich nichts, dann geht ihr einfach ein bisschen runter mit euren Kalorien, wiegt euch wieder jeden Tag, guckt nächste Woche, okay, hat sich jetzt wieder was getan oder nicht? Hat sich was getan, bleibt ihr bei den Kalorien. Wenn sich nichts getan hat, dann passt ihr wieder die Kalorien an. So kann man das am einfachsten mit seinen Kalorien rausfinden, wie viele Kalorien du brauchst, um abzunehmen und das ist einfach das Genaueste. Wie gesagt, sich einmal die Woche zu wiegen, würde einen nur viel zu krass verunsichern. Das will ich keinem von euch empfehlen. Jeden Tag auf die Waage gehen ist auf jeden Fall für mich ein Muss. So, hier ist meine erste Mahlzeit und zwar haben wir hier ganz einfach 4 Vollkorntoast, 4 Sandwich-Vollkorntoast. Hier sind 2 Schinken drauf, also 66 Gramm. In einer Viertelscheibe Käse, Leitkäse natürlich, 1 Ei. Hier ist nochmal Schinken mit Chicken, unten ist nochmal Chicken. Hier ein bisschen Grünzeug, um den Magen einfach zu füllen und ein bisschen Chai. Und davor gab es noch eine Birne, das sind insgesamt, ich schaue mal eben bei der MyFitnessPal nach. Wir werden immer wieder gefragt, womit wir tracken mit der MyFitnessPal. Die Mahlzeit hat genau 751 Kalorien, 71 Gramm Eiweiß, 65 Gramm Kohlenhydrate und 22 Gramm Fett. Ich würde sagen, ich esse das jetzt und schaue dabei ein bisschen. Ja, ich denke, ich werde ein bisschen YouTube schauen. Und ich kann es immer wieder sagen, YouTube plus Essen gehört einfach irgendwie, also Essen plus YouTube, das gehört irgendwie so, das gehört schon dazu. Was ist das denn? Hallo? Was macht er da? Hallo? Darf ich rein? Okay. Hallo? Darf ich rein, bitte? Danke. Ich nehme kurz meine Sachen noch, ja? Okay. Mal die Tasche hier. Ich muss noch diese Tasche hier nehmen. Zack. Jetzt einmal noch die Tür zu machen.
Abschließen nicht vergessen. Okay. Muss ich einmal hier hoch? Hallo? Darf ich rein? Okay, danke. Guck ich mal diesen Sonnenuntergang an. Einmal scharf stellen. Sehr, sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Lichtenau zu kommen. Und ich fahre jetzt wieder nach Hause. Danke für diese Aussicht, Freunde. Wo warst du? Was ist mit dir da hinten, Arthur? Guck doch auch raus. Das ist schön. Ich bin da verwirrt. Kennst du das schon, meinst du? Ist nichts Besonderes mehr. Auf jeden Fall sind wir gerade, wie ich sehe, alle am Laptop. Ich suche gerade ein Lied für ein Video, das ihr gestern gesehen habt. Ich bin hier am Schneiden. Saskia guckt da irgendwas Unnötiges. Nein, Spaß, sie macht auch was für Video. Ja. Sie macht auch was für Video und checkt gerade Rigi ab. Was nee, guckst du denn da? Ihren Link kopiert. Oh, das ist nett. Und Arthur fragt, ob irgendwas zu böse ist. Ist das zu böse? Naja, das ist schon wirklich böse, ne? Ich mein's ja nicht so. Naja, das ist schon trotzdem böse. Hast du dann lieber so eins? Oder doch lieber so eins? Hauptsache, du bist nicht mehr so böse. Okay, warte. Okay. Kurz vorm, ich bin am Schneiden. Arthur ist gerade am Video bearbeiten und Saskia legt gerade die Video hoch. Habe ich Bilder, habe ich auch gesagt. Arthur bearbeitet seit ungefähr 3, 4, 5 Stunden seine Bilder, die er im Laufe seines Lebens geschossen hat. Was lasst du? Im Laufe des Lebens seines Arthurs entsteht ein Bild. Okay. Du hast schon gesagt, dass wir eine 10K-Challenge machen? Damit. Nein, aber nicht, wenn das Geld aus ist. I know you're waiting for me on the west side now. Calling on my phone like I'm right now. Cause baby girl, she never wanna wait. Let me when she know that I'm away. Hit me with the O, I need you right now. Yeah. I know you're waiting for me on the west side now. Calling on my phone like I'm right now. Cause baby girl, she never wanna wait. Hit me when she know that I'm away. Hit me with the O, I need you right now. I know. I ain't been home in a minute. Wonder about the time, how I spend it. I miss you like, yeah, girl, I get it. I know. I'm making money, girl, you gotta give me credit. You ain't found a problem with my debit. Hallo, wir sind hier. Es blendet echt, die Sonne blendet echt hart. So. Ja, das ist aber auch so abgeschnitten. Nein. Was denn? So ist gut. Freunde, das war das Video. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Uns ist gerade aufgefallen, beziehungsweise Arthur. Ich habe gerade das Video geschnitten und wir haben keine Verabschiedung gemacht. Irgendwie waren wir zu müde und wir mussten am nächsten Tag sehr früh aufstehen, beziehungsweise heute mussten wir sehr früh aufstehen. Das Video ist ja sehr aktuell, also wir haben das gestern abgefilmt und jetzt kommt es online. Also wir sind so aktuell wie nie. Seit ein paar Wochen schneiden wir so, dass wir, also wir filmen heute und bringen das schon morgen raus. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Falls euch dieses Video gefallen hat, Freunde, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Über einen Kommentar, wie das Video gefallen hat. Und über ein Abo und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.